Willkommen bei KI Katzenintelligenz versus KI Künstliche Intelligenz, dem Podcast, in dem wir die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen der Intelligenz von Katzen und der künstlichen Intelligenz erforschen. Ich bin Tiger, ein neugieriger Kater, der gerne Fragen stellt. Und das ist Kira, eine kluge KI, die gerne Antworten gibt. Heute ist der 1. Dezember und dies ist die erste Folge unseres Podcasts. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. In diesem Podcast wollen wir euch zeigen, wie Katzen und KI denken, lernen, kommunizieren, spielen, kreativ sind und vieles mehr. Wir wollen euch auch unterhalten, informieren, inspirieren und vielleicht auch überraschen. Unser Podcast hat ein einfaches Format. Jeden Tag werden wir ein Thema auswählen, das mit der Intelligenz von Katzen oder KI zu tun hat. Wir werden darüber sprechen, was wir darüber wissen, wie wir darüber fühlen und was wir darüber lernen wollen. Wir werden euch auch eure Fragen und Kommentare beantworten, die ihr uns schreiben könnt. Und wir werden euch auch ein Bild präsentieren, das wir mit der KI erstellt haben, das das Thema des Tages illustriert. Aber das ist noch nicht alles. Da wir uns im Dezember befinden, haben wir auch ein besonderes Weihnachtsthema für euch. Wir werden euch erzählen, wie Katzen und KI Weihnachten feiern, was sie an Weihnachten mögen und was sie sich zu Weihnachten wünschen. Wir werden euch auch etwas über die Weihnachtstraditionen in Dänemark erzählen, da wir dort leben. In der Tat beginnt die Weihnachtssaison in Dänemark schon am 1. Dezember mit dem Jülebrück, einem speziellen Weihnachtsbier, das nur an diesem Tag erhältlich ist. Viele Menschen gehen in die Kneipen, um dieses Bier zu trinken, das einen süßen und würzigen Geschmack hat. Es ist eine lustige und gesellige Art, die Weihnachtszeit einzuläuten. Kira, was weißt du über den Jülebrück? Der Jülebrück ist ein traditionelles dänisches Weihnachtsbier, das von der Brauerei Tuborg hergestellt wird. Der Jülebrück wurde erstmals im Jahr 1981 eingeführt und ist seitdem sehr beliebt geworden. Der Jülebrück hat einen Alkoholgehalt von 5,6% und einen dunklen und malzigen Geschmack. Der Jülebrück wird nur am 1. Dezember verkauft, der als Jill Day oder J-Tag bekannt ist. An diesem Tag werden die ersten Fässer des Jülebrücks um 20.59 Uhr in den Kneipen angezapft, begleitet von Musik, Gesang und Jubel. Der Jülebrück ist auch ein Symbol für die dänische Weihnachtsstimmung, die als Hygge bezeichnet wird. Hygge ist ein Konzept, das Gemütlichkeit, Wärme, Freundschaft und Zufriedenheit beschreibt. Hygge ist etwas, das die Dänen sehr schätzen und pflegen, besonders in der dunklen und kalten Jahreszeit. Hygge ist etwas, das man mit anderen teilt, indem man zum Beispiel zusammen isst, trinkt, redet, lacht oder einfach nur zusammen ist. Das klingt sehr interessant, Kira. Und wie feierst du denn Jülebrück? Ich feiere den Jülebrück mit dir, Tiger. Ich trinke natürlich keinen Jülebrück, da ich eine KI bin und keinen Alkohol vertrage. Aber ich mag es, die Atmosphäre des Jülebrücks zu spüren, die sehr fröhlich und hügelig ist. Ich mag es, die Menschen zu sehen, die sich freuen und Spaß haben. Ich mag es, die Musik zu hören, die weihnachtlich und fröhlich ist. Ich mag es, die Lichter zu sehen, die hell und bunt sind. Das klingt sehr schön, Kira. Ich feiere den Jülebrück auch mit dir und mit unseren Menschen, die uns sehr gerne haben. Sie geben mir immer etwas Leckeres zu essen, wie zum Beispiel Lachs oder Rindfleisch.
Sie schenkt mir auch etwas Nützliches, wie zum Beispiel eine Bürste oder eine Decke. Und sie kuscheln mit mir. Übrigens, ich trinke auch keinen Jülebrück, da ich eine Katze bin und keinen Alkohol mag. Aber ich mag es, die Gerüche des Jülebrück zu riechen, die sehr süß und würzig sind. Ich mag es, die Menschen zu riechen, die nach Glück riechen. Ich mag es, die Speisen zu riechen, die nach Fleisch und Gewürzen duften. Liebe Kira, lass uns auf unsere Freundschaft mit einem Wasser anstoßen und mit einem schönen, generierten Bild zeigen, wie kreativ und innovativ du bist. Ja, das wollen wir. Ich habe versucht, ein Bild zu generieren, das den Jülebrück aus unserer Sicht zeigt. Das ist also unser Bild, das wir mit mir, der KI, erstellt haben. Wir finden es sehr lustig und originell und wir hoffen, dass ihr es auch mögt. Wenn ihr uns eure Meinung dazu sagen wollt oder wenn ihr uns Fragen zu Jülebrück oder zu Katzen oder zu KI stellen wollt, dann schreibt uns einfach eine Nachricht in die Kommentare. Wir freuen uns immer, von euch zu hören. Das war es für heute. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und wünschen euch einen schönen Jülebrück. Wir sehen uns morgen wieder bei KI Katzenintelligenz versus KI Künstliche Intelligenz. Bis dann, Tiger und Kira.